Wer ist hier noch am Start, mit wem wir reden müssten? Was ist mit Nathort? Ich mag noch jung sein, aber ich verkünde die Wünsche der Frauen. Eine wichtige Aufgabe. Oh, das klingt nach einer wichtigen Aufgabe, würde ich auch sagen. Nicht den Botschafter bedrängen. Sie schon wieder. Was kann der Nagmor-Clan für Sie tun? Die Frage hatte ich schon gestellt. Ich muss gehen. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. Ja, wahrscheinlich schon. Ich würde gern noch mal mit, was war hier? Ach, galaktische Nachrichten, ja. Gern noch mal mit Rex reden. Ob er noch was dazu zu sagen hat. Nein, das ist mir neu, erzähl. Hat seit Rex niemand mehr geschafft. Ja, beeindruckend, nicht wahr? Ich muss noch mit Rex schnacken, vielleicht hat der noch was zu sagen. Rexy Boy. Sie müssen einfach immer Ärger machen. Ja, natürlich. Seit meinem eigenen Ritus hat keiner mehr einen Schlund getötet. Als nächstes erzählen Sie mir noch, dass er 5 Eier hat und dunkle Materie scheißt. Das hoffe ich doch. So ungefähr stelle ich mir einen vor, der mich irgendwann mal ersetzt. Sie sind jetzt Erdnut Grant. Willkommen. Okay. Damit wäre ja... Was tun Sie? Habe ich ihn doch schon mal gefragt, oder? Klingt, als hätten Sie große Veränderungen. Ja, hatte ich schon mal gefragt. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem... Für die Kroganer ist ein neuer Tag angebrochen. Wir werden uns wieder erheben. Gut, dann bis demnächst. Gehen. Wir besprechen das ein andermal. Wir hatten ja schon geklärt, dass er nicht mitkommen kann. Passen Sie auf sich auf, Shepard. Tuchanka ist nicht so sicher und gemütlich wie Pharos und Ilos. Ja, ich habe schon gemerkt, dass es hier durchaus Gefahren gibt, aber wir haben sie alle gemeistert. Und damit können wir eigentlich zurück zum Schiff. Das lief doch hervorragend. Der Erdnut-Clan hat nach der Vernichtung des Werlock-Clans an Stärke gewonnen. Gut, gut. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzen. Huch! Fortpflanzungsanfragen für Grunt und eine für Shepard? Ja, ich will mich gerne fortpflanzen. Insbesondere mit einer Kroganerin. Warum nicht? Gehen Sie zum Clanführer. Ja, gut, ja. Sie können sich frei bewegen. Also gut, dann fliegen wir mal wieder ab. Normandy, auswählen. Hui, da fliegen wir dahin. Hui, siehst du? Hui. Das lief doch super. Also, 2 weitere Loyalitätsmissionen abgeschlossen. Die Mannschaft ist so gut wie bereit. Und ich muss natürlich nochmal mit denen schnacken, um mich zu vergewissern, dass sie äußerst dankbar Commander, sind. Commander, Sie haben auf Ihrem privaten Terminal eine neue Nachricht erhalten. Ah, okay. Ungelesene Nachrichten. Es könnte auch Ihnen passieren. Von Elkos Mailverteiler. Ein Drell lag im Ozean, im Sterben. Er hatte das Kepra-Syndrom. Und da war dieser Traum. Die Entflammten kamen zu ihm und zeichneten den Verlauf seines Lebens nach. Der Drell sah die Irrungen und Wirrungen und manchmal schwammen die Entflammten an seiner Seite und ihre Gliedmaßen wirbelten das Wasser auf. Manchmal war er auch allein. Der Drell sah, dass die einsamen Momente die schwersten in seinem Leben waren. Er fragte die Entflammten, warum wurde dieser verlassen? Das Licht der Entflammten leuchtete hell und sie antworteten, du wurdest niemals verlassen. In den schweren Zeiten deines Lebens waren es unsere Körper, die dich durch das Wasser getragen haben. Der Drell erwachte und sah, dass sein Kepra-Syndrom geheilt war. Wenn sie dem Licht der Entflammten folgen, kann ihnen das auch zuteil werden. Wo die Entflammten hingehen, dorthin werden wir ihnen folgen. Und wo ihr Licht zur Sonne wird, werden wir die Sterne sein. Leiten Sie die Nachricht an 6 Wesen aus Ihrer Bekanntschaft weiter, dann wird sich Ihr größter Wunsch erfüllen. Yay, eine Kettenmail. Betrifft Re-Keeper. Von Chorban. Hoffentlich gilt diese Adresse noch. Ich habe Ihnen Informationen über die Keeper versprochen, sofern ich welche finde, und das hier ist wirklich wichtig. Erinnern Sie sich an die Scans, die Sie gemacht haben? Sie beweisen, dass die Keeper biotechnisch hergestellt wurden. Und aufgrund meiner Vergleiche mit Teilen von Zarens Flaggschiff Sovereign muss das vor Millionen von Jahren geschehen sein. Sovereign und Keeper wurden von den gleichen Wesen hergestellt. Sie verstehen die Bedeutung dieser Erkenntnis vielleicht nicht sofort, aber daraus folgt, dass die Citadel gar nicht das Werk der Proteaner ist.
Sie könnte von viel älteren Wesen erbaut worden sein und die Keeper waren deren organische Wachen. Und noch etwas, laut meinen genetischen Werten sollten sie auf etwas reagieren, ein Signal oder so, und zwar alle 50.000 Jahre. Genetische Varianten sind nämlich durchaus messbar. Es ist ungefähr so, als wenn man an den Ringen eines Baums abliest, welche Jahre besonders trocken waren. Wer das auch immer war, naja, das letzte Mal, als das Signal gesendet wurde, war ungefähr zu der Zeit, als die Proteaner verschwanden. Und in nächster Zukunft müsste es wieder soweit sein. Wenn die alte Tech noch funktioniert, könnten da einige unangenehme Überraschungen auf uns warten. Ich dachte nur, dass sie das vielleicht interessiert. Hier auf der Citadel will mir nämlich niemand zuhören. Chorban. Tja, so ist das. Die Keeper, die sind nicht von den Proteanern erschaffen, sondern eventuell von den Bösen, die Keeper aktivieren, um die Citadel vielleicht zu deaktivieren oder so, oder zu sabotieren, um leichter die gesamte Zivilisation in der Galaxie auszurotten. Wir werden sehen, vielleicht kommt es ja gar nicht so schlimm. Zurück vom Lager der Frauen, von Earth Not Dark. Lieber Mensch, der Clanführer hat befohlen, ich soll mit ihnen Kontakt aufnehmen. Ich kann mich kaum noch an etwas erinnern, aber der Commander der Kundschaft hat gesagt, sie hätten meine Eier aus der Schusslinie gezogen, als ich drüben im Warlock-Lager gefangen und vergiftet wurde. Danke dafür. Wenn ich das nächste Mal die Gelegenheit habe, einen Menschen zu töten, werde ich es nicht tun. Außer ich kriege einen Blutrausch oder so. Nach meiner Genesung durfte ich ins Lager der Frauen und das war ziemlich gut. Ich hatte mir schon überlegt, zum Bloodpack zu gehen, aber jetzt bleibe ich doch lieber hier. Earth Not Dark, Kundschafter zweiter Klasse. Update über den Jungen. Von Captain Bailey, C-Sicherheit. Hey Shepard, wollte Ihnen nur mitteilen, dass es dem Drell-Jungen gut geht. Rechtlich ist alles geklärt und er arbeitet jetzt für mich. Er hilft mir mit dem abschaumenden Bezirken, damit das Leben für Jungs wie Maus irgendwann mal besser wird. Sicher nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Keine Ahnung, ob ihr Drell und meiner miteinander reden. Ich habe ihm gesagt, dass das Leben zum Schweigen zu kurz ist, aber ich weiß nicht, ob das bei ihm angekommen ist. Viel Glück weiterhin, Bailey. Alles klar, dann geht es Thanes Sohn also auch halbwegs gut. Da freuen wir uns. R. Kelly, was ist mit dir? Wie kann ich Ihnen helfen, Commander? Nichts Neues. Das wäre alles. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Nichts Neues anscheinend. Jacob, gibt's bei dir irgendwas? Nee, oder? Commander, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein? Ich glaube nicht. Was hältst du von der Mission? Wie läuft's, Jacob? Eine Meinungsäußerung zur Mission vielleicht? Oder zwei? Es war ein gutes Gefühl, das Kollektorenschiff einzunehmen. Aber jetzt brauchen wir eine Methode, um es zu Ihnen zu bringen. Das ist ein großer Schritt. Könnte gut sein, dass es gar nicht geht. Könnte gut sein, noch etwas, ja. Commander? Nö. Wir sprechen später. Ich wollte auf jeden Fall mit Morden und Grunt reden. Morden. Kann immer noch kaum glauben, dass Malin mich betrogen hat. Unfassbar. Meine Arbeit betrogen hat. Sein Verhalten widert mich an. Bin dennoch stolz auf seinen Mut. Dachte immer, er hätte kein Rückgrat. Ha. Hoffentlich findet er was Neues. Besseres Ziel mit besserem Zweck. Weniger Tests durch Folter. Ja, das hoffe ich auch. Und sie wirken tatsächlich sehr entspannt. Haben Sie die Ereignisse wirklich verarbeitet? Ja, natürlich. Kann es nicht ändern. Das Leben geht weiter. Zurück zur Mission, zurück an die Arbeit. Werde sonst wie Malin. Salarianer verarbeiten Gefühle schneller als andere Spezies. Ist notwendig. Kurzlebige Kultur. Keine Zeit für Erinnerungen. Ja, stimmt, die leben ja nicht so lange. Sie haben also kein schlechtes Gefühl wegen all dem, was auf Tuchanka vorgefallen ist? So ist es. Zumindest jetzt nicht. War zum damaligen Zeitpunkt sehr verstört. Stufen der Trauer, Verlust, Wut, Rationalisierung. Habe alles verarbeitet. Das meiste davon noch auf Tuchanka. Den Rest an Bord des Shuttles zurück zur Normandy. Das ist wirklich ziemlich schnell. Malon wirkte nicht, als hätte er seine emotionale Reaktion verarbeitet. Er war wie besessen von der Genophage. Stimmt. Wollte nicht behaupten, dass Salarianer emotional stabiler sind. Können ebenso falsche Entscheidungen treffen. Ausgelöst durch Trauer, Wut, Schuld. Malon konnte Gefühle nicht akzeptieren. Traf Entscheidungen, führte sie durch. Vermutlich schon vor meiner Abreise nach Omega. Wäre gern dabei gewesen. Salarianer empfinden zwar, legen Gefühle aber schnell beiseite. Daher auch keine Heirat. Können Gefühl der Liebe nicht aufrechterhalten. Kann auch mit der Fortpflanzung zu tun haben. Bin nicht sicher. Ja, da bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Und was ist mit den Forschungsdaten, die wir mitgenommen haben? Was ist mit Malins Daten über die Genophage?
seinen Ansätzen für ein Heilmittel. Was ist damit? Sind irgendwo da drüben. Kümmere mich jetzt nicht darum. Muss mich auf Kollektoren konzentrieren. Ach so, ja gut, das ergibt Sinn. Da ist jetzt auch nicht mehr wichtig. Weiß Ihre Hilfe auf Tuchanka wirklich zu schätzen. Ja, aber gerne. Muss zurück an die Arbeit. Schon genug Zeit verschwendet. Aber viel zu tun. Gespräch später. Ah, okay. Dann schnacken wir später nochmal. Kein Ding. Dann müssen wir einmal Grunt aufsuchen. Unseren Grunty Boy. Der war Maschinendeck? Ja, Maschinendeck. Da zwirbeln wir mal kurz runter. Und winken freundlich. Da. Port Cargo, glaube ich, war das. Grunt. Wie geht's dir denn? Erdnot Grunt. Das gefällt mir. Klingt gut. Ich habe einen Clan. Es macht mir Lust aufs Kämpfen. Es ist mehr als nur kämpfen können. Und Ubenk, ich wollte ihn ausweiden, ihm die Wirbelsäule rausreißen wie eine Trophäe. Haha, ja, super. Wir haben damit angefangen, weil Sie die Kontrolle verloren haben. Und jetzt klingen Sie gewalttätiger als je zuvor. Rex hat gesagt, ich sei normal. Weil ich im Tank herangewachsen bin, hatte sich da nur einiges angestaut. Ah. Da ich jetzt weiß, dass es nichts von außen ist und ich meinen Platz als Kroganer kenne, gefällt es mir sogar. Super. Unsere Feinde haben jetzt echt Probleme, Shepard. Hoffentlich gehen uns nicht die Ziele aus. Das hoffe ich auch, aber man kann nicht immer nur töten. Ich habe nicht vor, ewig so zu leben, Grunt. Wenn Sie so reden, geben Sie die Kontrolle aus der Hand. Ich kneife jedenfalls nicht wie ein Feigling. Ich ja auch nur nicht. Nur damit Sie wissen, wo wir stehen. Ich meine, Was heißt hier, kneifen wie ein Feigling? Ich kneife ja nicht, ich bin ja kein Feigling. Ich stelle mich einem Kampf, wenn es notwendig ist. Aber vielleicht ist es ja nicht immer notwendig. Verstehst du? Man kann ja auch irgendwann müssen die Kämpfe ja vorbei sein, das meine ich. Und dann kann man sich gemütlich hinsetzen und einen Joghurt essen. Keine Nachrichten für Sie, Commander. Ach, schade. Dann machen wir einen Quicksave und dann fliegen wir. Hinaus in die weite Welt. Beziehungsweise in die weite Galaxie. Wo müssen wir denn noch so hin? Da ist die. Tali müssen wir helfen. Wir müssen noch ein falsches Signal deaktivieren. Wir müssen noch Samara helfen und das abstürzende Schiff retten. Und natürlich Jack helfen. Wen nehmen wir zuerst? Oh, das ist nicht so. Sollen wir erst irgendeine Nebenmission machen? Nein, ich möchte erst meiner Crew helfen. Wir fliegen in die Nubianische weiter und helfen Jack. Wir hatten Jack auch schon lange nicht mehr mit auf Mission. Also ziehen wir das durch, Baby. Nach Pragia, genau. Einmal anfliegen, bitte. Der Dschungelplanet Pragia ist von industriell mutierten Pflanzenspezies völlig überwuchert. Weil Pragia zudem isoliert ist und keine Bevölkerung aufweist, wird der Planet immer wieder zur vorübergehenden Operationsbasis von Drogenhändlern, Waffenschmugglern, Piraten, Söldnern, Terroristen und Agenten, die alle ihre Geschäfte geheim halten möchten. Eine dauerhafte Besiedlung von Pragia wäre extrem schwierig, weil die mutierte und teilweise sogar giftige Flora ganze Kolonien in wenigen Tagen, statt wie üblich in mehreren Jahren, überwuchern kann. Geil, da landen wir mal. Landen ist mein Gemüse. Moment, war nicht Paprika mein Gemüse immer? Na, vielleicht muss ich umdenken. Wir nehmen natürlich Jack mit und... Oh, guck mal, bei ihm können wir auch einen Outfitwechsel machen. Da leuchtet jetzt was. Und wen nehmen wir neben Jack noch mit? Tali. War auch schon eine Weile nicht mehr dabei. Annehmen. Und wir haben 4 Punkte, die wir in Brandmunition investieren können, weil ich immer gerne Dinge abfackel. Abfackeln ist voll gut. Erweiterungsfähigkeiten, Erweiterungsentwicklung. Bitte wählen Sie eine weitere Version der Kraft aus. Inferno-Munition oder Gruppenmunition? Inferno-Munition. Eine Sprengladung verteilt den Schaden der Munition beim Aufprall und kann zudem das Ziel und alle Feinde in der Nähe in Brand stecken.
Aufladezeit 1,5 Sekunden. Dauer hält an, bis sie von einer anderen Munitionskraft ersetzt wird. Feuerschaden 60% des Waffenschadens über 3 Sekunden. Feuerstoßradius 3 Meter. Oder Gruppenbrandmunition. Ihre gesamte Gruppe erhält den Effekt ihrer Brandmunition, sodass sie buchstäblich ein Kreuzfeuer aus Schmerz und Panik entfachen können. Das klingt auch gut. Aufladezeit 1,5 Sekunden. Dauer hält an, bis sie... Feuerschaden 40% des Waffenschadens über 3 Sekunden. Also, sprich, das macht mehr Munition, gibt mir mehr Schaden, macht mehr Wumms. Und das macht, dass meine ganze Gruppe das hat. Was eigentlich dazu führt, wenn drei Leute mit Brandmunition schießen, macht das insgesamt mehr Schaden, als wenn ich alleine ein bisschen mehr Schaden mache, oder? Ich nehme die Gruppenbrandmunition. Wir fackeln einfach alles ab. Das erscheint mir völlig richtig zu sein. Alles abfackeln, Baby. Ich hatte vergessen, wie sehr ich diesen Ort hasse. Okay. Sehen Sie den Landeplatz? Er muss auf dem Dach sein, sonst würde die Vegetation ihn in wenigen Stunden überwuchern. Shepard, ich fange überall thermische Signaturen auf, nur nicht in Ihrer Landezone. Das ist eigenartig. Die Sensoren. Oder das? Das war eine geheime Cerberus-Anlage. Ja, Sie haben alles so gebaut, dass es ewig hält. Arschlöcher, es war ein Fehler, hierher zurückzukommen, Shepard. Du wolltest doch hierher kommen. Reißen Sie sich zusammen, kommt schon alles in Ordnung. Mir geht's gut. Okay, gehen wir runter. Dann landen wir mal gemütlich auf dem Dach. Auf dem DAX landen wir gemütlich. Codex aktualisiert. Ja. Okay, ihr kennt den Drill. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Und fragen uns, was für Gefahren hier wohl lauern mögen. Werden wir dann von den wuchernden Pflanzen angegriffen? Oder wie läuft das Ganze nachher ab? Lassen Sie uns einfach reingehen und die Bombe in meiner Zelle legen. Ich will das alles hier in Flammen sehen. Okay, kein Problem. Wir werden alles in Flammen sehen. Ganz easy. Oder gibt es hier am Ende noch irgendwelche Verteidigungsanlagen, die noch aktiv sind? Man kann es ja kaum ausschließen. Wenn das Störsignal noch funktioniert. Verschlossene Terminal, hacken. Ja, da will ich hin, da drüben irgendwo. Ich habe diesen Raum nie gesehen. In diesen Containern müssen sie die Neuzugänge hergebracht haben. Sie waren fertig und kurz vorm Verhungern. Aber am Leben. Meistens. Meistens. Unfassbar. Ja, das ist grausam. Wir hacken eine Runde. Wir hacken am besten was aus. Das ist am allerbesten. Ja, ist ja auch da. Nimm das so lange. Und das. Credits, nice. Hier gibt es sogar noch Geld. Das wirkt alles ein bisschen zu ruhig hier drin. Er verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Er wird misstrauisch. Ja. Wenn wir Resultate haben, wird ihm egal sein, wie sie zustande kamen. Aber wenn er wüsste... Er wird es nicht rausfinden. Der Unbekannte verlangt jetzt wieder Operationsprotokolle. Diese Anlage ist anscheinend abtrünnig geworden. Ja, das wollte ich gerade sagen. Er hat nicht gesagt, was sie vor dem Unbekannten verbergen. Aber also mir schien es gerade so, als würden die Mittel, die sie hier anwenden, quasi nicht offiziell sein, sondern wir haben das einfach gemacht, um Ergebnisse zu kriegen. Ohne dass sie es durften. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Raum besser macht. Bin. Es kam zum Kampf. Durch die Spalten in der Decke konnte ich das Sonnenlicht sehen. Zwischen mir und der Freiheit stand nur ein halbtoter Wachmann. Er hat um sein Leben gebettelt. Und du hast ihn trotzdem getötet? Kalt. Okay, da geht's offenbar nicht weiter. Wir müssen hier runter. Gut, gut. Und es ist immer noch irgendwie ein bisschen zu ruhig. Ich befürchte die ganze Zeit, dass irgendwas hinter der nächsten Ecke lauert und uns angreift.
Wie zum Beispiel deine Mutter oder Bären. Verschlossene Lagerkiste. Was haben wir da denn Schönes? Sind bestimmt Dinge gelagert. Das kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Ich will in einer Lagerkiste Dinge lagern. Ja. 3000 Credits zum Beispiel. Wofür Lagerkisten noch so alles gut sind. Ihr habt das auch gehört, oder? Da war gerade ein lautes Geräusch. Das klang wie ein sehr großer, sehr wütender Uhu. Und eigentlich mag ich Uhus, aber wenn sie sehr groß und sehr wütend sind, dann da war gerade was Rotes. Ein Warren! Keine Uhu, sondern Warren! Was machen die hier? Warum wohnen hier Warren? Ich dachte, die gibt es auf Tuchanka. Aber nee, hier kriechen die anscheinend auch rum. Alter Blutfleck, mit Jack reden. Jack, was ist mit diesem Blutfleck? Das sieht aus wie eine Arena. Stimmt. Sie haben hier Kämpfe organisiert. Ich gegen andere Kinder. What the fuck? Ich fand's toll. Bin ja sonst nie aus meiner Zelle rausgekommen. Die haben Kinder gegeneinander kämpfen lassen? Fuck. Was wollten sie denn herausfinden? Keinen Schimmer. Vielleicht hat es ihnen einen Kick gegeben. Ich habe nie etwas von dem verstanden, was hier abgelaufen ist. Alter. Wie oft haben die das gemacht? Ich war mein ganzes Leben lang in einer Zelle. Manchmal haben sie mich rausgeholt und mich kämpfen lassen. Mich mit Drogen vollgepumpt. Andere Sachen mit mir angestellt. Zeit vergeht in einer Zelle ganz anders. Sind andere Kinder bei diesen Kämpfen gestorben? Ich war selbst ein Kind und stand unter Drogen. Wenn ich gezögert habe, wurden mir Elektroschocks verpasst. Fuck. Durch meine Venen flossen Drogen, als ich angegriffen habe. Das ist grauenvoll. Wurden sie wirklich belohnt, wenn sie angegriffen haben? Ich habe bei jedem Kampf noch heute dieses warme Gefühl. Was zum Teufel war nur los mit diesen Leuten? Ich weiß nicht. Ist jetzt auch egal. Ich find's nicht wirklich egal. Gehen wir weiter. Aber gut, dass du es verarbeitet hast. Alter.